Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Wonders. Mittlerweile alleine. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ein paar Level gemacht, ein paar Verschnaufpausen, ein Level im Dunkeln abgeschlossen, hatten ein interessantes Schlüsselrätsel-Level. Und beim letzten Mal hatte ich auch erklärt, warum ich ab sofort alleine bin. Wenn euch das interessiert, schaltet den letzten Part ein und schaut euch so um die ersten 3-4 Minuten an. Und ja, wir machen jetzt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich hier hat ein Kollege Probleme mit einer Brücke. Ich würde die Brücke reparieren, aber ich fühle mich ganz verwirrt. Mir fehlt einfach die Kraft. Wie? Ihr möchtet mir welche von euren Blumenmünzen geben? Hier bitte. Toll, jetzt kann ich die Brücke reparieren. So, jetzt erledige ich das. Und zwar sofort. So, repariert diese Brücke. Geht nicht noch einmal kaputt. Da kann man sie ohne Sorge überqueren. Das war legit nur drei Bretter dran geschraubt. Oh, bedeutet das etwa, dass die Brücke repariert ist? Da blühe ich vor Freude. Förmlich auf. Jetzt kann ich mir endlich die Ninja-Tänzer ansehen. Habt ihr von denen schon mal gehört? Ihr findet sie unter dem Hügel hinter der Oase. Sie sind gut versteckt, doch wenn man sich ihnen nähert, hört man ihre Musik. Ihr müsst unbedingt mit den Ninjas tanzen. 1, 2, 3, springen. Das macht so viel Spaß. Ach, das war sogar so ein Tipp, wie ich die eine Herausforderung hätte machen müssen. Ich habe das nicht mal gemerkt, dass ich da ein bestimmtes Timing brauche. Ist eine geile Röhre. Die Fungimine. Captain Toad! Was für ein Ort, um niemanden zu begegnen, finde ich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich an diesem gruseligen Ort gelandet bin. Nicht, dass ich mich etwa fürchten würde. Ein Kapitän kennt keine Angst. Stimmt doch. Richtig. Das hier, die hier sind für euch. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Hoffentlich können die euch bei eurem Abenteuer helfen. Viel Glück. Oh, 50 ausgegeben, 50 zurückbekommen. Aber ansonsten ist hier offenbar nichts. Die Ecke sah schon mega verdächtig aus. Das, allein deswegen bin ich da hingelaufen. Na gut, machen wir mal die Wüstenarena als nächstes. Einfach nur schnell fertig machen. Ich würde mir gern einen Elefanten mitnehmen. Mit der Seifenblume kämpfen. Den Bohrer finde ich zwar auch ganz cool, aber... Mein Gott, jetzt lass dich greifen. Soll ich an den denn rankommen? Nee, ganz ehrlich, die den ersten Raum habe ich doch komplett verhauen. Ich mach das hier nochmal. Thank you.
Halt still! Okay, 100 Sekunden habe ich gebraucht. Das war wahrscheinlich viel zu langsam. Ganz knapp. Einen Moment, ich mache das nochmal. So Leute, diesmal habe ich es wesentlich schneller durchgeschafft. Mann, war das ein Kampf. Ich habe 5 Versuche dafür gebraucht. So, machen wir als nächstes den Hochsprungtest. Schwierigkeitsgrad 4 Sterne. Und ich muss auch noch 3 Münzen sammeln. Naja, wenigstens habe ich diesmal kein Zeitlimit. So, ich stehe jetzt hier an der Stelle und uns mal nicht das ducken. So, ich habe jetzt ein paar Mal neu gestartet, um an die Münze ranzukommen. Okay, 2 Münzen haben wir. Danke für den Pilz. Okay, die Münzen waren relativ geschenkt. Das Ding kommt wieder. Boah. Anstrengend. Das ist dann wohl geschafft. Danke für die Verschnaufpause. Nein. Auch wenn man damit potenziell höher kommt. Tanz im Musikraum. Ach, die Super Mario Sunshine-Musik. Liebes. Das nenne ich Musik. Ich muss hier keinen Gierschlund markieren. Okay, bevor wir uns dem Schloss zuwidmen, machen wir erstmal die Geheimgänge. Geheimgänge im Schiebemax-Haus. Mir ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, die Level immer vorzulesen in letzter Zeit. Den sind wir los. Den kriege ich bestimmt nicht ohne Grund. Okay. Der will eindeutig in links rein. Das ist einfach nur im Vordergrund. Optische Täuschung. Bin zu dick für die Türen. Die eh nicht nach links schieben. Du hast geläutet. Bis später.
Tschüss. Wir gehen erst durch die Bonustür. Bis später. Was passiert hier jetzt Lustiges? Ja. Wie soll ich den denn aufhalten? Okay. Ich stehe jetzt wieder hier. Schieben ist ja offenbar nicht die richtige Entscheidung. Ich kann die Wand schieben. Nein. Was für eine Kraft. Du schaffst das. Danke. Power hast du. Willkommen zurück. Danke. Hier muss ich eindeutig nach links schieben. Du warst nicht versteckt. So, erstmal hier entfernen. Ich verstehe auf jeden Fall, wie das hier funktioniert. Ich muss das nicht nach ganz rechts durchschieben. So, ich muss jetzt das an das andere kaputte Ding dran schieben. Ich hab mehr Kraft als du. Persönlicher Victory. Aua. Ich glaube, hier gibt es noch einen Geheimweg. Also einen geheimen Ausgang, weil hier geht noch ein Weg nach oben. Ich gehe nochmal da rein und zerdeppe mal am Ende diese Blöcke. So, ich mache jetzt hier mal die Blöcke nach unten kaputt. Und da will der Block dann jetzt draufgeschoben werden, offenbar. Guck mal. Eine geheime Röhre. Und damit auch ein geheimer Weg. Was versuchst du da zu schieben? Ein geheimer Ausgang. Thank you.
Und dort wartet eine weitere geheime Welt auf uns. Ein Himmel voller Balloons. Die sehen lustig aus vom Bild. Aber das tun wir uns erst beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.